Horido und Weidmann Seil, liebe Freunde der virtuellen Jagd, ja, mal zugewunken. Wir sind heute mal wieder in Waldebar unterwegs und ja, schauen mal, was wir hier so alles vor die Waffe bekommen. Ich habe auf jeden Fall, falls wir denn Kaninchen finden sollten, die 22er mit. Und ja, falls es sich ergeben sollte, dass da irgendwo ein Baum in der Nähe ist, dann habe ich hier sogar noch den Baumsitz mitgenommen. Dann können wir uns ja auf dem Baumsitz platzieren. Dann haben wir es ein bisschen leichter mit dem Revolver, weil mit dem Revolver müssen wir ja doch ein bisschen... Revolver ist ja eine Pistole, was sage ich denn? Aber da müssen wir ja ein bisschen näher auch an die Bauöffnungen ran und da noch... Ja, den Überblick zu bewahren und auch die Chance zu haben, dass die Kaninchen einen nicht gleich wittern und wieder in den Bau verschwinden, ist dann doch wesentlich leichter. Fuchs und Reh können wir mit der 243er schießen. Sollten wir irgendwo noch einen Berg hochkraxeln, dürften wir damit auch Alpensteinbock erlegen. Alpensteinbock, Reh, aber eben auch Braunbären sowie die Rothirsche dürfen wir aber auch mit unserer 7mm machen, bei der ich dann eben auch wieder die größte Optik aufgeschraubt habe. 12x50. Ja, und des Weiteren habe ich natürlich dabei den Lockrufer für die Rothirschen, den Lockrufer für die Rehe, den Jack Rabbit, womit wir die Rotfüchse anlocken können. Das große Fernglas mit 8x42, das kleinere Fernglas mit 7x42, dafür aber ja noch Entfernungsmessung mit eingebaut. Und natürlich ein Döschen Geruchsreduzierung. Was ich auch noch dabei habe, ist Tarnschminke. Die ist allerdings jetzt im Moment im Rucksack, habe ich also noch nicht aufgelegt. Und ja, wir gehen mal hier vom Weg runter. Auf dem Weg immer langlaufen ist ja auch blöd. Wir werden auf jeden Fall hier Richtung Wasser uns bewegen. Bisschen durch die Gegend auch schauen. Noch sind wir natürlich auch aufrecht unterwegs. Das ist natürlich auch noch nicht so optimal. Aber ja, dadurch, dass wir hier gejoint sind, war eh erstmal 150 Uhr. Umkreis um die Lodge drumherum kein Tier gespawnt. Das heißt, im Prinzip fängt jetzt hier auch erst so der Bereich an, wo die ersten Tiere eben kommen können. Und deswegen gehen wir jetzt hier mit der STRG-Taste in die Hocke runter. Ihr habt den Tipp bekommen, ich soll doch die Sprache im Launcher nochmal auf Deutsch umstellen, dann würde das auch funktionieren. Ich habe jetzt alles, was man dort irgendwie sprachlich einstellen kann, wieder auf Deutsch nochmal draufgeklickt, nochmal speichern geklickt. Allerdings stand es vorher auch schon Deutsch und wir sehen ja auch im Huntermate Art, Status, Geschlecht, steht ja auch alles in Deutsch da. Allerdings nehme ich jetzt das hier in die Hand, sehen wir unten Red Deer Caller und eben nicht Rothirschrufer, wie es sich ja eine ganze Weile, als das mit dem Deutsch funktionierte, eben auch nannte. Genauso wie gesagt, sind eben betroffen die Einblendungen, neue Skill oder auch, wenn wir Missionen erfüllen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Ich hätte hier mit Sicherheit noch eine Wandermission gehabt. Aber ja, hatte ja die letzten Male, als ich hier in Waldebar unterwegs war, auch Wandermissionen gemacht. Deswegen vielleicht auch mal ganz angenehm heute hier ohne Wandermission einfach mal ein bisschen über die Map zu pirschen. Ja, meine ungefähre Reise hätte ich mir gedacht. Wir wandern jetzt also hier runter. Dann zeichnen wir mal ein. Werden hier also jetzt noch weiterlaufen. Gehen hier so ein bisschen rüber. Mal hier ein bisschen lang schauen. Dann wandern wir hier hoch. Und
Ja, hätte ich gesagt, kann man vielleicht mal hier rüber und dann hier über die Kletterstelle wieder runter und dann hier so runterziehen. Da haben wir mal so einen Haken gelaufen. Hört sich doch eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Und ist eine Runde, die ich so in der Form hier auf der Map sogar noch nie gelaufen bin. Denn auch das ist ja natürlich etwas, das sollte man immer mal machen, dass man auch mal ganz andere Wege läuft, ganz andere Richtung einschlägt. Erstens mal bleibt das Spiel damit länger interessant, wird nicht so schnell langweilig, als wenn ich immer nur die gleiche Runde drehe. Hallo, ja, ich bin wach, ich bin wach. Nee, es ist halt wirklich interessanter und außerdem entdeckt man dadurch vielleicht auch ja, das ein oder andere Tier dann mal, das man vielleicht sonst so nicht entdeckt hätte. Ah, was haben wir denn da? Beziehungsweise merkt eben vielleicht auch einfach mal eine Stelle, wo ja, wo sich vielleicht einen Ansitz lohnt zu montieren oder wo man einfach einen super Ausblick hat. Ja, unsere Rothirschkuh, die ist auch noch in der Nähe. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass die hier nicht eher zu uns rennt. Das wäre ganz und gar nicht gut. So, komme ich auf das Steinchen? Ah, komm mal drauf. Mal schauen, da hinten irgendwo ist das Rothirschweibchen. Sehen kann ich es noch nicht. Und irgendwo von da unten kommt dann das Rothirschmännchen. Aber da haben wir hier auch nicht wirklich eine gute Sicht. Ich probiere mal auf das nächste große Steinchen hier zu kommen. Denn der nimmt hier doch, ja, die Kante, die Geländekante, die hier ist, plus das Steinchen, nimmt doch ordentlich was an Sicht weg. Vielleicht funktioniert das hier hinter dann schon besser. Ah, da kommen wir auch hoch. Sehr schön. Hinlegen, uns klein machen. Ah, noch ist nichts zu sehen. Auch außer uns selbst nichts zu hören. Aber wir hoffen natürlich, ich steck mal Hunter Mate weg. Wir hoffen natürlich, dass was kommt. Wir hatten ja auch gerufen. Ich möchte jetzt aber nicht nochmal callen, weil dann haben wir wieder das Problem, dass uns das Weibchen zu sehr auf die Pelle rückt. Und so haben wir jetzt vielleicht noch die Chance, dass die da weit genug hinter uns sucht, da ja der Call doch ein paar Meter hinter uns abgegeben wurde und uns somit hier nicht in die Quere kommt. Oh, und ich sehe gerade, wir haben Rückenwind. Ah, vielleicht hat uns der Hirsch auch schon gerochen. Wir wissen es nicht. Ah, ich meine, ich hätte da gerade eine Bewegung wahrgenommen, kann aber auch sein, dass das nur hier die Bewegung der Äste und ja, des Laubes war. Sehen tue ich in der Ecke jetzt auf jeden Fall doch nichts. Lalalala. Ach, schaue mal an, was da kommt. Ein Rothirschli. Und höre ich von da oben Schritte? Nee. Ich dachte gerade, ich hätte Schritte da oben gehört. Ja, da kommt er. Na, ist jetzt geweihtechnisch nicht unbedingt das Nonplusultra, aber. Gut, da bleibt er stehen. Da bekommt er seinen Schuss. Wir laden nach und sammeln ein. Ja, hier sieht man, ich hoffe, das kann man auf YouTube dann auch noch ein bisschen erkennen, wie die Blätter da schön von rechts nach links durch das Bild durchfliegen
Und da erkennt man dann dementsprechend eben schön, also der Re Wind kommt von da oben, zieht hier runter. Und da wir ja so auf der Lauer waren, war das eben absoluter Rückenwind. Der Wind ging in die Richtung, in die wir geschaut haben. Und hätte er ein bisschen anders gestanden, hätte er uns mit Sicherheit auch gerochen. Deswegen war hier die Geruchsreduzierung definitiv nicht verkehrt. Auch wenn er jetzt im Nachhinein so seitlich kam, dass ja, er vielleicht auch ohne Geruchsreduzierung gekommen wäre. So, unser erstes Tierchen. Ach, da unten wäre noch eine Spur gewesen. Die hätten wir auch noch mitnehmen können. Die hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Schade. Macht aber nichts. So, haben wir den ersten Rothirsch. Mal schauen, was wir hier heute noch so alles zu Gesicht bekommen. Dadurch, dass wir ja den kleinen Schlängel da auch haben, zu der einen Kletterstelle hin, wäre es ja auch durchaus möglich, dass wir einen Alpensteinbock irgendwo zu Gesicht bekommen. Ich kenne das zwar eher, dass die noch ein bisschen weiter oben unterwegs sind, aber vielleicht springt ja hier der ein oder andere auch mal rum. Ich war hier, als ich die Seile auch angebracht habe, natürlich hier in dem Bereich auch mal unterwegs, habe dort auch zwar sehr wenige, aber auch Spuren von Alpensteinbock gefunden. Natürlich so, ja, hier oder eben hier in diesem großen Feld, da sind natürlich immer welche unterwegs. Genauso wie natürlich hier unten in den Bereichen, da ja, trifft man eigentlich immer mal welche an. Aber wenn wir bis hierhin gar nichts angetroffen haben, könnten wir ja auch immer noch überlegen, hier rüber zu ziehen und mal hier hoch zu klettern, irgendwo in die Richtung. Also da hat man ja genügend offen oder eben eine Schnellreise zu meinem Zelt zu machen. Wenn wir nah genug dran sind, ich habe nur noch zwei. Ja, zwei Camping-Supplies einstecken. Zum Zelt müssen wir Camping-Supplies zahlen. Und von dem her müssten wir da also natürlich schauen, dass wir nah genug kommen, dass es auch nur maximal zwei Supplies kostet. Die darf es auch ruhig kosten. Ist kein Problem. Kann man sich über GMs nachkaufen, da ich ja in letzter Zeit doch die eine oder andere Mission erfüllt habe, habe ich da eben ja auch mehr als genug zur Verfügung. Also von dem her kann man sagen, kostet nichts. Ist alles nur Peanuts. So. Hier am Wasser müssen wir schauen. Da ja, trifft man recht schnell auch mal welche an. Aber natürlich, wenn wir hier dann runter aus dem Waldgebiet rausgehen, haben wir auch keine gute Tarnwirkung mehr. Das heißt, dann ist natürlich auch ein bisschen mehr Vorsicht geboten. Vorteil hier beim Wasser ist natürlich, man kann recht weit blicken und ja, es ist so, die Tiere, ja, sind ja nur, haben ja nur einen Renderradius, einen Sichtradius von 230 Meter, allerdings in gerader Fläche. Also wenn wir bergauf oder bergab schauen, da können wir auch durchaus weitere Entfernungen mal hinbekommen. Also wenn wir wirklich einen Steilhang bergunter schießen, kann es sein, dass da auch wesentlich mehr mal zustande kommt. Da unten, da ist doch was. Da ist doch eine Rieke. Ja, das letzte Mal war es die Ulrike, dann ist es diesmal die Frederike und da sehe ich auch was. Ah, das ist natürlich interessanter. Das ist ein Bock. Der Bock, der geil auf die Frederike ist. So sieht man vielleicht ein bisschen besser. Sehr weit entfernt. Oh, 25 bis 35 Kilo, 35 bis 135 Score. Und ich würde sagen, mit der 7 mm können wir weit schießen. Machen wir mal. So, da hör mal. Das ist also die flüchtende Frederike, die da noch so ein bisschen bellt. So, wir markieren uns den mal. Ja, also
167 Meter. Ist ja schon mal ganz ordentlich. So, was ist denn da hinten? Da sehe ich was am Ufer. Ah, das ist Rothirschweibchen, aber die Sichtung nehmen wir uns mit. Alles klar. Also wie gesagt, hier am Wasser, da sieht man immer wieder schnell was. So, das ist vermutlich wieder Ulrike. Nee, Frederike. Frederike war es, ja. Ulrike haben wir das letzte Mal geschossen. Ah, reicht nicht für die Sichtung, ist zu weit weg. Macht aber ja auch nichts. Man muss ja nicht sich eine Sichtung immer erzwingen. Aber wenn es eben funktioniert, dann nimmt man das natürlich mit. Denn je höher der Skill bei der Sichtung ist, umso schneller funktioniert so eine Sichtung auch. Sie funktioniert auf weitere Entfernungen. Und ja, man bekommt natürlich auch mehr oder bessere Infos, je nach Level dann, den man erreicht hat. Und ich finde, es ist auch nicht schlimm, wenn man so eine Jagd beendet und hat 20 Tiere gesichtet, aber vielleicht nur 5 geschossen. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil man muss ja eben nicht alles unbedingt immer gleich schießen. Ah, da ist sogar noch eins. Gehen wir mal hier vorne an die Kante. Schauen mal, vordere könnten wir jetzt vielleicht Sichtung hinbekommen. Ja. Zack, haben wir. Und hier hinten ist schon wieder, war schon wieder am Hochrennen, ist schon wieder aus dem Renderbereich draußen. So, jetzt nochmal gucken. Jetzt sehe ich es nochmal glitzern, aber nee, steht dann wohl hinterm Stein. Ja. Wird man auf YouTube nicht richtig erkennen, aber hier sieht man so die Beine leicht glitzern, aber genau da in der Nähe, wo der Stein ist. Der Stein ist eben von hier noch unsichtbar. Der wird hier noch nicht angezeigt. So, mal schauen. Vielleicht können wir jetzt schon ein bisschen am Stein vorbeischauen. Nee, will noch nicht. Macht aber ja auch jetzt, wie gesagt, nicht so viel. Wir haben auf jeden Fall das eine Weibchen ja noch gesehen. Und wir könnten uns natürlich jetzt hier auch noch versuchen, die ranzulocken. Aber wir könnten auch die Folge beenden und das in der nächsten Folge erst tun. Denn wir sind ja hier schon bei fast 18 Minuten. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.